nicht der ultimative Trick. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. So, okay, was wir noch anschauen können, was mir sehr empfohlen wurde, ist das hier, während wir bei FlexQ warten. Und zwar auf den Spuren des deutschen Memes vom Jules der Zweite. Das soll wohl ein sehr gutes Video sein. Jules der Zweite. Das ist actually so ein Kinderfilm, den ich immer mal sehen wollte. Der gestiefelte Kater, da gab es so eine Neuauflage, die soll richtig gut sein, habe ich nie gesehen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ist das Hunger? Ziemlich menschlich, ziemlich abstoßend. Was denn da bist? 1 und 1. Da bleibt alles so, wie es hier ist. Rudi, Lamborghini. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deutschland hat... Sind das alles deutsche Memes gewesen? Da kenne ich ja die Hälfte nicht. Wer, was sind das für Memes? Wer ist das? Wer ist das? Woher soll man die denn kennen? Tippi, danke dir. Wer? Ich kenne von allen nur den Rechten. Der Rechte ist der, der hier beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht mit dem Schnittbrettchen. Das ist der einzige, den ich kenne. Der mit dem Schnittbrettchen hier. Kann sich unterhalten. Deutschland hat eine sehr. Die kenne ich, das sind die Zipfels. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes. Oh. Die Klassiker, die uns schon seit Jahren begleiten und jedes Mal. The fuck sind diese Leute? Wenn ihr jetzt hier dieses Bild seht, wisst ihr, wovon der spricht? Karin Ritter. Wer ist Karin Ritter? Wer soll das sein? Also ich kenne von diesem ganzen Bild, ich kenne ihn mit seinem Brötchen und das hier ist doch dieser Fußballer mit den Kippen. Das ist der Fußballer Walter Frosch oder so. Den kenne ich, Walter Frosch. Die uns schon seit Jahren begleiten und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensohn. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensohn. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Mit meinem Shampoo. Jedenfalls die meisten davon. Auf Gott, pass auf! Ja, das ist geil. Ach, er hat okay, seine also Reifen erstmal verloren. Stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschauspielerten Pornografiefilmen. Alarm! Alarm! Gefühlt 30% unserer Memes beinhalten alte... Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat diese Pornos mal nachgeguckt? Den Alarm-Porno und den da warum liegt hier Stroh rum? Also ich muss sagen, aus dem Anreiz der Wissbegierde habe ich das vielleicht auch mal gegoogelt. Alter. Ah, deutsche Schauspielkunst, nicht wahr? Verwirrte deutsche Rentner, die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Hey. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal. Warum? 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 The fuck is that? The fuck... Warum? Warum? Szenen aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer achten Wiederholung wochentags um 11.34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden oder Menschen darstellen, die wirklich so dort draußen existieren. Kontextlose, schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen, schreienden Leute? Aufhören! Ah! Jägermeister!
Und während die meisten einfach nur durch Zufall entstanden sind, weil jemand gerade die Kamera auf beispielsweise irgendeinen Jungen, der nicht aus dem Bus kam, draufgehalten hat, ich muss raus, gibt es über ein paar Memes ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir uns genauer unter die Lupe. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben das wir keinen Banger. Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Field? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Walter Frosch, ein Fußballspieler aus Ludwigshafen. Das ist schon eine Legende. Ausgestattet auf dem Fußballfeld zu einer Zeit, in der Rauchen noch als gesund angesehen wurde. Hier, danach geht's dir besser. Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann war. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Walter Frosch war für genau drei Dinge bekannt. Fußballspielen ohne Rücksicht auf Verluste, Rauchen und Saufen. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Seine Spitznamen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand... Stell dir mal vor, dein Spitzname als Profifußballer ist wandelnder Kneipentresen. Das ist schon ziemlicher Banger bis jetzt, das Video. Man ja. So einen Spitznamen auf dem Platz begegnen würde. Viele Leute behaupten von mir, das ist einer der größten Trainer im Südwesten. Ich muss mich dementieren, dass diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Die Kneipe war sein zweites Zuhause. Auch in die Kneipe. Knappe. Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen, hat vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen, gab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem gewonnen. Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel, hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen und sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Laut eigener Aussage rauchte er 60 Zigaretten pro Tag, was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Wie zur Hölle konnte dieser Mann professionell Fußball spielen? Wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Ja, alles in Ordnung. Irgendwann unterschrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch einfach, ging Walter Frosch einfach und wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur, 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache, oder? Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Die heute im Fußball etablierte Gelbsperre, also das Spielern. Na, wenn ihr ein Flex-Q-Sniper-Team seid, wir sind in Q jetzt, ne? Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben. Wir sind schon in Q. Also, das ist ja, also Walter Frosch ist ja eine absolute Legende, der Mann. Das ist ja eine absolute lebende Legende. Das, jetzt verstehe ich auch erst dieses Kommentar. Er hat immer versucht, fair zu spielen. Ich hab das nie verstanden bei dem Meme. Nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung von gelben Karten entstanden. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche und Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten in Erinnerung. Bisschen gewundert, das ist, warum hier nur... Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Also erstmal will ich, dass alle die Hand zum O7 bewegen und wir Abschied nehmen von Walter Frosch und jetzt sind wir als nächstes sind wir bei Carsten. Dieses, was ist denn bei Carsten los? Das ist so geil, ne? Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche. Hören wir es nochmal an. Was ist denn bei Carsten los, Leute? Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten. Ist echt hier genüsslich zum Essen, während man Reaction kommt? Konntet man das schon angenehm. Warum hier nur? Carsten! Was ist denn mit Carsten los?
Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wer ist Carsten? Warum fällt er hin? Und vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren das ganze Internet begleitet. Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist denn mit Carsten los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann, der aus dem Hype. Er wird es ja bestimmt gleich erklären. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, was ist denn mit Carsten los? Kann mir dann irgendwer sagen, was ist denn mit ihm los? Warum hat er das gemacht? Was ist denn mit Carsten los? Einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Lego-Stein getreten. Der war unterzuckert und hat Diabetes. Hast du keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Diabetes, Goldpilz okay. Auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte. Was ist das gemein? Mit dem scheiß Mario Kart Golden Shroom. Auf der Rainbow Road. Das ist das gemein. Diese Schweine. Keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Das ist ja so frech. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. Nach dem Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren, oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler herausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Seit diesem Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens einmal den Kommentar, was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt da mit machen wir Carsten? Jetzt gleich weiter, Leute. Wir haben die Hälfte vom Video geschafft. Absoluter Banger. Dieser Film im Übrigen ist einer der traurigsten Filme, die es überhaupt gibt. Also Kinderfilme, die heißt Ab, der Film. Dieser Start, der tut richtig weh von dem Film. Der tut richtig, richtig weh, der Film. Los. Can I stay? Hey? No. Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden. Ja, aber ich glaube, das ist durch nicht cool, dieses da, deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Oh no. Nein, nicht der ultimative Trick. Nicht der ultimative Trick. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Was? Gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden. Aber ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held. Das kann ich doch gar nicht. Was zur Hölle? Hi, ich bin's Michel und ich bin's Sven. Der arme Michel. Und ich zeige euch heute unseren ultimativen Trick. Alter! Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen, wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen diese scheiß annoying Orange, Diese blöde Orange, die ist so nervig gewesen. Also damals, YouTube damals, ey, erinnert ihr euch noch an Chocolate Rain? Chocolate Rain! Oder steht da fett auf dem Screen, ich bewege mich weg vom Mikro, damit ihr mich nicht schnaufen hört. Und dann gab's Charlie the Unicorn.
und Lamas mit Hüten und was, ich weiß nicht, was es sonst noch alles gab. Virale Video. So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Galileo, Verstehen Sie Spaß, CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Web-Videopreis. Guys, don't feel bad for them, they're German. Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzys Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort. Wie haben die das gemacht? Also es ist echt eine Frage. Wie haben die das gemacht? So weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seinen Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Ein Trash-Hochzeitsvideo. Und eben zwei Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum. Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst, vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern. Das ist aber echt gut Boden gemacht für die damaligen voilà, Verhältnisse, ein oder? Perfektes, virales insane gemacht. Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten, die schrieben, oh my god, Michael is fucking dead, als das Ganze dann durch aber die Decke ging. Da muss man also jetzt ehrlicherweise sagen, damals gab es ja nicht so wie jetzt, dass du irgendwie das so leicht schneiden konntest oder manipulieren konntest. Das ist richtig gut gemacht, ey. An Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michel's death. Hallo, ich bin Michel und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu! An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Was? Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten kommentierten. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und Sven heute. Laut einem Vice-Interview aus 2020, beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuend, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld does not exist. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefaked. Kennzeichen werden an Autos. Woher kommt dieses Bielefeld gibt es nicht Meme? Das habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Wasser trinken, ja warte, ich hole mir kurz ein Wasser. Aber das habe ich actually nicht verstanden, wo das herkommt. Das erklärt er doch in diesem Video, Junge. Ja, Leute, ich weiß nicht, was mit mir gerade los ist. Ich bin ein bisschen langsam gerade. Ich verstehe es selber nicht. Um den Anschein zu erwirken, diese Stadt komplett neben mir existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Clara? Ewig lange gesperrte Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNATS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Die großen Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studenten
Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nichtexistenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt... Ich habe noch nie so deutschen Humor gehört wie das. Das ist, also... ...gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und der wird mindestens schon einmal mit der Aussage, Bielefeld gibt es nicht, konfrontiert worden sein. Die armen Bielefelder. Ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Wird immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut aus Westfalen. Das Bielefelder Subreddit. Ich würde einfach in seinen Café spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von... Oh, Walle. Wir haben leider das nächste Game, aber nach diesem Game sind wir fertig mit dem Video, okay, Leute? Nach diesem Game, das ist ein richtiges Banger-Video, er macht richtig Spaß. Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Ey, ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Gute Arbeit. Das, und jetzt das ist actually voll die gute PR-Aktion, oder? Wenn du so ein Meme hast um dich rum. Ledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun Leo, hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder.